Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer Easyflix Bergsund Hengst Show 2022. Wir sind alle gespannt, wir sind genauso gespannt wie ihr, denn es haben einfach zahlreiche Top-Hengste mitgemacht und wir wollen einfach nur, damit ihr schöne Hengste seht. Ihr seht eventuell nachher im Download-Bereich im PDF, das wir euch zur Verfügung gestellt haben, den Hengstkatalog. Da könnt ihr nochmal alles nachlesen zu den einzelnen Teilnehmern. Und wir finden es einfach schön, euch eine Bandbreite an verschiedenen Pferden zu zeigen. Und uns ist wichtig, ihr, die Züchter, die uns die Hengste geschickt haben, ihr habt ein ganz eigenes Augenmerk auf eure Zuchtqualität, auf das, was euch wichtig ist. Und das werden wir hier auch vortragen. Ihr habt uns ja Inhalte geschickt. Das heißt, die Inhalte, die ihr dann von uns hört, sind natürlich von euch vorgegeben. Und wir freuen uns tierisch, ja, tierisch, euch jetzt die ganzen Hengste vorzustellen. Aber Lisa erklärt auch nochmal kurz den Ablauf und wir wünschen euch ganz viel Spaß. Genau, danke lieber Tobi. Also nochmal ganz kurz bitte, zu bitte. Uns, Lisa und Tobi von Easyflix, falls ihr uns noch nicht kennt, Lisa, Tobias. Ganz kurz zum Ablauf, Tobi hat schon das meiste eigentlich erwähnt. Wir werden die Hengste nicht selber bewerten. Wir tragen lediglich die Informationen vor, die uns von den Hengstbesitzern, Züchtern, je nachdem zur Verfügung gestellt wurden. Das heißt, alle Angaben auch ohne Gewähr von unserer Seite. Solltet ihr Fragen haben, direkt zu den Hengsten, gerne direkt an die Besitzer. Ihr findet die meisten Informationen, wie gesagt, hat Tobias schon gesagt, im Hengstkatalog. Den findet ihr als PDF-Format zum Download. Könnt euch dort auch Notizen machen. Solltet ihr keine Informationen zu den Besitzern finden, könnt ihr uns natürlich auch gerne direkt anschreiben. Und wir verbinden euch mit den Hengstbesitzern oder Züchtern, je nachdem. Genau. So, habe ich irgendwas vergessen? Na, ich glaube nicht. Wichtig ist, dass die Leute wissen, wie wir heißen, haben uns vorgestellt. Wir haben uns kurz vorgestellt. Ja, wir haben uns vorgestellt. Ich würde sagen, dann lass die Hengste los. Ja, los geht's mit Hengst Nummer 1. So, starten wir mit Hengst Nummer 1. Das ist der Aulwe von Pfaffenburg. Ein Fuchsfalb-Checke, ja voll. Ein Fuchsfalb-Checke, geboren 2011, also alt wie meine beiden Stuten, hat ein Stockmaß von rund 1,43 und ein Blub von 114. Aulwe ist ein außergewöhnlicher Spitzentölter mit spektakulärer Gunmechanik, ja, das sieht man, einer beeindruckenden Präsenz und Top-Charakter. Sein überragendes Gangpotenzial gibt er zuverlässig an seine Nachkommen weiter. Übrigens ist er zwar Fuchsfalbschecke, kleiner Funfact, mit aber braun gehen. Also er kann auch braun vererben, kann nämlich nicht jeder Fuchs, habe ich schon mal gelernt. Ja, sein Tölt ist herausragend, seine Besonderheiten sind, dass er ganz einfach zu reiten ist, zum Beispiel in der T1 oder T2 und man merkt ihm an, dass er auch Spaß dabei hat. Was haben wir noch? Seine Abstammung. Sein Papa ist Aulwester in Fossé, sehr bekannter Hengst, und seine Mama ist die, ich vermute mal, da fehlt ein Apostroph, das ist die Braukfrau Brauterholte. Verzeiht uns, wenn wir in der Aussprache nicht hundertprozentig on point sind. in seiner Vizebeurteilung hat er gesamt die 8,30 bekommen, die 9 auf Tölt, wow, glaube ich, auch gerechtfertigt, die 9 auf langsamer Tölt und die 9 auf Charakter und Gehwille. Unter anderem zu seinen Turniererfolgen zählt eine 6,73 in der T1 auf der DIM 2018 oder auch eine 7-0 in der T1 auf Moorbay und genauso auf dem Schurenhof. Bekannte Nachkommen von ihm sind Prinz Elver von Baldenau. Hier steht jetzt eine 8-0 dabei. Ich vermute bei der hier Hengstkörung. Mhm. Und die Hilda vom Lias. Hilda vom Lias, sehr interessanter Name. Bisher hat er 42 Nachkommen. Und die Anzahl an Fohlen, die 2022 kommen werden, sind 22. Okay, wow. So, Start Nummer 2 sind wir schon bei Dagger Frau Einhamri. Er ist ein brauner Hengst mit Aalstrich, kein Falbe. Er ist 13 Jahre alt, er ist 1,40 Meter sportlich groß, kommt ja fast schon so an wie ich. Er hat eine tolle Abstammung. Sein Vater ist der weltberühmte Ori Frau Haufu. Ich habe es auch wahrscheinlich wieder halb richtig ausgesprochen. Ori Frau Sovu, ich weiß auch nicht, wie man es ganz genau ausspricht. Ja, Ori, der bekannte Ori. Der berühmte Ori, genau. Vizo gesamt vierjährig war schon bei 8,19. Reiteigenschaften waren 8,42 und eine 9 für Tölt und Gehwille.
Turniererfolge von Dagas in Leistungsklasse 1 in Köln im Fünfgang, sehr gute Ergebnisse auf der deutschen Meisterschaft, Topscore F1 6,97 und in der T2 7,38. Daga ist ein absolutes Ausnahmepferd. Er besticht durch 5 absolut gleichmäßig verteilte und extrem klar getrennte Gänge. Besonders auffallend sind Töltpass und ein sehr gut gesprungener Galopp. Bis zu 8 Punkten auf dem Turnier übrigens. Er ist jederzeit absolut leistungsbereit und hat immer Lust, etwas zu arbeiten. Das zeigt sich auch durch seine extreme Leistungsbereitschaft und seine Laufbereitschaft und seinen Ehrgeiz. Trotz des vielen Temperaments ist Daga immer regulierbar, sehr fein an den Hilfen. Siehe Halsring, ein richtig tolles, ja, was sie uns gleich zeigen werden. Das sehen wir, glaube ich, gleich auch noch. Ja, ich hoffe. Und absolut unerschrocken. Er hat sowohl im Gelände als auch auf dem Turnier immer die Situation im Griff und keinerlei Angst und ist sehr mutig. Die besonderen Stärken von Daga sind extreme Leistungsbereitschaft, Mut, Verlässlichkeit und ein 100%iger Spaßfaktor. Kleiner Funfact, man kann ihn also auch ohne Reiter aufs Turnier schicken. Genau, nur mit Halsring. Das macht er dann automatisch. Daga würde am liebsten 5-mal am Tag was unternehmen. Also er hat immer Bock, was zu tun. Und schaut euch bitte cool. Das jetzt an. Wenn man das sieht, kriegt man ja schon Gänsehaut und schaut den ganzen Tag am liebsten aber ansonsten aus der Box. Er macht gern ein oder er hofft immer, dass er unterhalten wird, wenn mal die Besitzerin nicht da ist. Ich finde das sehr spannend und cool zu sehen. Ich glaube, Marilyn zeigt dir gleich auch noch mehr Ausschnitte, wie du schon gesagt hast, mit Halsringen. Ich habe ihn sogar mal live persönlich gesehen auf einem Turnier und war extrem beeindruckt. Also ja, wir haben uns ja auch schon ein paar Mal so getroffen und ich fand auch eben, es ist ein sehr freundliches und sehr aufgeschlossenes Pferd. By the way, am Rand noch der Blutblick bei 119. Sehr spannend. Weißt du, wo er deckt? Er wird, genau, Kontakt ist dann direkt über die Marilyn, das seht ihr auch bitte dann in unserem Hengstkatalog. Er wird bei ihr letztendlich in Freiburg zur Verfügung stehen und die ganze Saison mit ja, Frischsamen steht hier. Klingt immer so interessant. Ab Mitte Juli Weidebedeckung eben bei Freiburg. Okay, und jetzt sieht man hier eindrucksvoll mit Halsring. Das ist doch mal wirklich was anderes, was man so nicht alltäglich sieht. Aber man sieht, ne, der Halsring hängt auch einfach um Hals und Marilyn hat auch, oder Marilyn, wie spricht man sie aus? Marilyn. Marilyn hatte sie eben auch gar nicht in der Hand. Also meine Vermutung hat gestimmt, das Pferd kann auch ohne Reiter. Absolut, schaut euch das bitte an. Ja, cool. Auch die Marilyn hat manchmal einen Halsring um. Sehr gut, Wahnsinn. Ja, sieht toll. Nach Spaß aus und sehr beeindruckend. Und dann würde ich sagen, lassen wir jetzt noch die restliche Vorstellung, die Leute ein bisschen genießen. Wir halten unseren Mund. Und genießt einfach die kleine Vorstellung. No, I'm not innocent. You deserve a better man. Let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Ooh, 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 make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care about your soft skin. Cause we're still sleeping in my head. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care about your soft skin. There's a new part of me, part I want you to see. You haven't seen the best of me, I know. You can try to fool yourself, like you love somebody else. But you and him will never feel the way we do. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Ooh, 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 make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. What has been? I only care about your soft skin. Cause we're still sleeping in my head. I don't care about you and him. I don't care.
Ich bedanke mich bei der lieben Marilyn und dann sind wir auch schon bei Hengst Nummer 3, Geisli, ich bin mir auch nicht ganz sicher, also verzeiht mir Frau Svanavatne, ein 2004 geborener Fuchs mit Stern und heller Schnippe. Er hat ein Stockmaß von 1,41 und ein Blub von 103. Hat übrigens den gleichen Papa wie unser Dagger, nämlich den Henri, Frau Sovu. Und Geisli, hat eine Vize-Beurteilung von 8,40 insgesamt, eine 8,60 für Reiteigenschaften, richtig imposant, eine 9 für Pass, Trab, Charakter und Gehwille sowie Form unter dem Reiter, Wahnsinn, und eine 8,06 für das Exterieur. Geisli ist zuverlässig, achtsam, niemals unhöflich, reagiert sofort auf den Reiter, er ist lieb und zuvorkommend. Er kann etwas unscheinbar wirken, doch sobald er auf dem Turnier ist und in der Bahn, erscheint Geisli einfach wie ein Vollprofi. Ich glaube, das sieht man auch hier ganz gut auf dem Turnierauszug. Mhm. Ja. So, kleiner Funfact über Geisli nebenbei. Geisli kühlt ganz gerne seine Hinterbeine in einem Wasserwandel. Das ist, glaube ich, österreichisch, in einer Wasserwanne, deutsch gesprochen. Warum tut er das? Wahrscheinlich, weil er sich gerne abkühlen möchte. Zu seinen Turniererfolgen zählt unter anderem, dass er isländischer Meister im Geilenkeppni A5-Gang mit Jungreiter Gusti Henriksson geworden ist, 2014. Außerdem ist er Vize-Weltmeister in der F1. Young Rider 2015 geworden. Dann 2017 ist er auf der Tölt on Ice in Schweden Sieger im Töltpreis mit dem Jungreiter Pia Santen Hoyos geworden. Und 2021 ist er in der F1 Endausscheidung der steirischen Meisterschaften mit 769 Punkten rausgegangen. Wow, das ist krass. Muss ich jetzt selber gerade nochmal auf die Notizen schauen. Und als Kommentar dazu steht auch noch, die Liste lässt sich ewig fortführen. Also ich bin mir ganz sicher, wen es interessiert, der kann in Worldfinger einfach nochmal reinschauen. Alle World-Ranking-Turniere sind zumindest dort eingetragen. Sollte man noch mehr Interesse haben, kann man ganz sicher bei der Besitzerin nachfragen. Nochmal zur Abstammung. Ich hatte ja schon erwähnt, dass der Papa Henri ist. Die Mama ist Blesa, Frau Svanavatne. Und hier kamen auch noch sonstige Prüfungen. Jetzt haben wir ja viel über den Fünfgang bei ihm geredet. Ich glaube, wir sehen auch hier gerade eine Fünfgangprüfung. Er hat auch schon eine T7 mit einer Endnote von 7,17 abgeschlossen, was natürlich auch krass ist. Er hat bisher 60 Nachkommen. Ich glaube, dass bei dieser ganzen Hengstshow ist er einer der Hengste, der am meisten Nachkommen hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, wir haben nachher noch einen, der toppt das Ganze. Ah, okay, dann habe ich nicht ganz richtig geschaut, also 60 Nachkommen. Auch spannend, die Bedeutung seines Namens. Geisli ist pures Glück. So, nee, das war jetzt hier nicht die Beschreibung des Namens, sondern den Hengst mit den eigenen Worten beschreiben. Für die Besitzerin ist er einfach ein pures Glück. Also nicht die Bedeutung des Namens, aber vielleicht ist die Bedeutung des Namens auch das Gleiche. Also sie liebt ihr Pferd auf jeden Fall. Er deckt in Österreich mit Handbedeckung. Und ab 2023 wird es auch Tiefkühlsperma geben, oder es ist zumindest geplant. Die Decktaxe beträgt 1.000 Euro. Und wenn man Interesse hat, kann man gerne direkt seine Besitzerin kontaktieren. Die Infos findet ihr auch im Hengstkatalog oder den Islandpferdehof Piet Hoyos, also in Österreich. Von daher mit Sicherheit interessant für die österreichischen Stutenbesitzer oder alles, was sich in Süddeutschland abspielt. Oder falls man doch Interesse hat und nicht ganz in der Nähe ist, kann man ja auch nächstes Jahr warten, bis es dann das Tiefgefrier- oder Tiefkühlsperma, ich bin mir auch gar nicht sicher, wie man das richtig sagt, bis es das dann geben wird. Ihr seht, EasyFlix lernt auch immer selber ganz viel dazu, aber es ist einfach schön und beeindruckend, was wir doch hier sehen. Und vor allem, man kriegt so einen Energieschub, wenn man das hier mit anschaut, auch bei den Teilnehmern. Ich finde es mega.
Ich finde es auch mega, vor allem bekommt man einfach richtig Lust, selber zu reiten, ne? Ja, absolut. Dann sollten wir uns heute dann auch noch aufs Pferd schwingen. Ja. So, jetzt kommt auch schon Start Nummer 4 in unserer Hengstshow. Das ist Heimbadlür von Kubera. Das ist ein Fuchs mit rechtzeitiger Flogge. Er ist 8 Jahre, er ist am 7.06.2014 geboren und wird hier auch ganz locker flockig vorgestellt. Passt ja zu seiner rechtzeitigen Flocke. Er ist 1,41 Meter groß und er hat einen Blub von 99 gesamt, allerdings 105 ohne Pass. Das finde ich auch schon mal sehr beeindruckend. Fizo ist geplant, also er befindet sich jetzt gerade noch so ja, in weiteren Ausbildungsschritten für die Fizo. Turniererfolge bei Heimdallur sind Futuri Tölt mit einer 6,70, Futurity Viergang mit einer 7,0 und erster Platz beim Island Pferdefestival, 2 Brücken in der T3 und der V2. Man beschreibt ihn selber als absolutes Spaßpferd, super unkompliziert im Umgang und einfach zu reiten. Immer freundlich, immer motiviert, das müsste man mal meinem Manni sagen. Er steht zusammen mit unseren Junghengsten bzw. mit deren Junghengsten auf der Koppel, also macht einen sehr unkomplizierten Eindruck. Dabei ist er extrem leistungsbereit und hat gute Gangtrennung. Das finde ich ja immer ganz wichtig, eben, wenn du ein Islandpferd hast, eine gute Gangtrennung. Macht es auf jeden Fall leichter zu reiten, würde ich sagen. Ja, ja. Fun Fact, by the way, auf dem Video wird das erste Mal mit Halsring geritten, seine Halbgeschwister. Das erste Mal. Das erste Mal, ja. Halbgeschwister mütterlicher Seite, viel versprechen, noch besser zu werden als er. Also das ist natürlich auch eine Ansage. Heimdallur ist das erste selbstgezogene Pferd von den Züchtern, und zwar von Annabelle und Pascal Brück. Ja, das ist richtig schön. Und er war das Modell für das Kubera-Logo, was hier auch noch angeführt wird. Das ist schön, interessant. Wenn ein Pferd auch noch zum Logo-Design führt, das ist ja... Der gefällt mir unfassbar gut. Aber darum geht es ja hier gar nicht. Ja, jetzt kommt kannst hier du dich noch zum ersten Mal mit Halsring. Entschuldigung, Lisa. Ja, alles gut. Da muss ich dich unterbrechen, weil jetzt wird zum ersten Mal überhaupt dieses Pferd mit Halsring geritten und das wird dann gleich aufgenommen und Millionen Leuten hier präsentiert. Ja, es ist unfassbar mutig, finde ich richtig Hammer, cool. Hammer, ja. Mhm. Kann mich noch daran erinnern, die beiden waren auch Starter bei unserem Biertölt, ne? Weißt du das noch? Ja, genau. Haben da auch mitgemacht. Was der Biertölt alles abverlangt und dank Biertölt ist man dann motiviert für die Hengstshow. Ja, super schön. Übrigens Annabelle und Pascal Brück, in der Region Saarland und Frankreich steht dieser Hengst dann zur Verfügung. Super. Kostendecktaxe liegen bei 500 Euro und er deckt an der Hand und auf der Weide. Super, das ist doch beeindruckend. Nicht nur auf der Ovalbahn in außergewöhnlichen Leistungsbereitschaft, sondern auch in der Halle einfach nur mit Halsring. Das verdient großes Lob. So viel Mähne und Schopf wünsche ich mir auch bei meinen Pferden. Nicht nur beim Pferd, das wünsche ich bei mir auch. Oh ja, ich könnte auch ein bisschen dickere Haare verkraften. Nee, und also wirklich schön. Sehr schöne Hengst, schöne Vorstellung. Cool. Toll, dass ihr dabei seid, Annabelle. Ja. Vor allem auch jetzt schon diese Vielseitigkeit, die wir sehen durften. Prima. Das ist ja das A und O, ne? Was die Leute sehen wollen. Der Charakter ist einfach das, ja, liegt auf Platz Nummer 1, was die Leute sich wünschen für ihre Stute. Genau, wir hatten im Vorfeld ja auch öfters diskutiert wegen der Easyflix Hengstshow, weil man ja gesagt hat, Mensch, jetzt machen sie eine auch noch Hengstshow. Aber genau das wollen wir ja zeigen. Hier eine Züchterin, die den selbst gezüchtet hat und auch dann sagt so, seht diesen Charakter. Das ist doch etwas, was wir in der Island-Pferdeszene dann auch weiter vererben wollen und nicht ein spinniges Pferd, was ja vielleicht hochweite Bewegungen hat, was aber niemand dann nicht reitbar kann. Ist. Ja, absolut. Absolut. Also ich finde es echt cool für das erste Mal mit Halsring. Wahnsinn, das ist sehr beeindruckend. Ja. I would do anything just to get you back again. I would do anything at all.
I'm not innocent. You deserve a better man. Let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Ooh, 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 make up for what we. Als nächstes haben wir den Hemlir Frau Brodaborg, ein isländisch gezogener Hengst von deutschen Züchtern, wenn man das so sagen kann. Er kommt nämlich aus der Zucht von Carola Krukowski und Klaus Urneberg. Er kommt aus Island, wohnt aber sozusagen in Deutschland. Hemlir ist 2014 geboren, ist ein Rappe mit Stern und Schnippe, hat man eben, glaube ich, auch schon ganz gut erkannt. Hat unfassbar viel Behang, wieder sehr imposant. Ich hoffe, wir haben nicht nur solche Hengste, da werde ich dann nämlich schwach. Hat ein Stockmaß von 1,40 und ein Blub von 105. Der Papa ist Lykolauke Fostora-Vatskade und die Mama ist Heitler des Frau Skatewörtlim. Hast du einen Knoten in der Zunge? Ja, Skatewörtlim. Ich versuche, ich gebe mein Bestes. Das ist LL, soweit ich weiß, spricht man immer TL aus in Isländisch. Also ich gebe mein Bestes. Vize-Beurteilung, Materialprüfung. Erst eine Materialprüfung gegangen, keine Vize, soweit ich das hier erkennen kann, auf dem Bogen. Und hat die Materialprüfung mit 7,85 insgesamt abgelegt. Für Gang hat er die 97 bekommen, für Exterieur die 87 und Interieur die 87. Erste Turniererfolge 2021, also konnte schon seine ersten Turniererfolge letztes Jahr im Viergang verbuchen und hat sich direkt für Leistungsklasse 1 qualifiziert. Ich finde das cool, dass sie, was sie da alles zeigen. Hemlir ist ein extrem leichtrittiger Vierganghengst mit einzigartigem Charakter und Arbeitsfreude, die einem täglich aufs Neue begeistert. Tölt mit hochweiten Bewegungen, gepaart mit guten Grundgangarten, die man hier auf dem Video ja auch schon sieht. Charakterlich ist er sehr freundlich, will immer gefallen und ist für jeden Spaß zu haben. Hemlir ist 2021 das erste Mal im Sport vorgestellt worden und hat sich direkt für die Leistungsklasse 1 im Viergang qualifiziert, was ich schon eben gesagt habe. Im Umgang mit Stuten ist er sehr brav und überhaupt nicht aufdringlich. Hemlir deckt an der Hand und ist dabei ein absoluter Charmeur, kann ich mir vorstellen. Auch neben einer Stute anbinden ist für Hemlir selbstverständlich gar kein Problem. Hemlir hat im Jahr 2020 seinen ersten Nachkommen bekommen. Alle Fohlen haben viel Tölt und sehr gute Grundgangarten, besitzen dabei einen sehr unkomplizierten und freundlichen Charakter. Seine besonderen Stärken sind der Charakter, was ich vorhin schon gesagt habe, das ist den meisten Stutenbesitzern am wichtigsten, also liegt auf Platz Nummer 1, und seine Leichtrittigkeit sowie die Nervenstärke. Hemlir deckt an der Hand in Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt in Radevorwald. Sagt mir jetzt nichts, die Postleitzahl ist 42477. Jetzt machen wir den Ort erst richtig bekannt durch die. Ja, genau. Radevormwald. Okay, wie man das genau ausspricht, Radevormwald. Gut, auf jeden Fall dort deckt er. Taxe beträgt 800 Euro und ihr könnt entweder direkt Svenja oder Ines Pohlwein kontaktieren. Die Kontaktdaten findet ihr in unserem Hengstkatalog, in dem PDF zum Download. Aber genauso könnt ihr die beiden ganz sicher auch auf Instagram oder Facebook oder eurem sozialen Medium der Wahl kontaktieren. Sehr schön. Also was echt toll ist, dass auch alle darauf achten, wie der Charakter ist oder ein Pferd dargestellt wird, auch schon bevor es geritten wird. Und das finde ich doch wirklich toll. Und wie es dieser gesagt hat, den Stutenbesitzern ist der Charakter extrem wichtig und das passt auch wieder zu unserem Konzept. Wir wollen einfach die Pferde zeigen, die auch wirklich gute Vererber sind und nicht einfach nur das Gangpotenzial haben. Sehr schön. Ja, absolut. Schön präsentiert. Ja, super schön präsentiert, super schönes Video. Durch und durch sehr gelungen. Und ich lerne auch endlich mal isländische Namen auszusprechen. Für mich als Schwabe natürlich besonders schwierig. Swabian? Mit dem Swabian-Dialekt. Swabian, ja, das ist ja. So. Hier sieht man übrigens mir auch, bitte. Hier sieht man übrigens auch, wie brav Hemlir ist. Also super cooler Charakter.
So, jetzt kommen wir zur Startnummer 6 in unserer Hengstshow. Das ist Hervar von Faxabeul. Habe ich es richtig gesagt? Faxabeul. Von Faxabeul. Ja, erinnert mich an mein Fax. So, das ist ein wunderschöner brauner Hengst. Der ist geboren am 28.05.2012. Wird hier auch ganz locker vorgestellt. Er hat ein Stockmaß von 1,43. Sehr schön in der Anlehnung. Und ein Blub von 106. Abstammung ist Stormyr von Faxabeul. Das hoffe ich, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Und die Viehzubeurteilung, die kann sich auch sehen lassen. 8,22 Gesamt, 8,11 Gebäude und 8,28 Reiteigenschaften. Turniererfolge kann Hervar auch vorweisen. Das ist Fünfgang und Passprüfung gewonnen in der Leistungsklasse 1 im Fünfgang. Und die Höchstnote in der VE, Fünfgang, 6,47. Ja, und einige Nachkommen hat dieser wunderschöne Hengst auch schon. Das Stoppen funktioniert auch sehr gut. Ja, cool. Hat man gesehen, hat den Notknopf. Nachkommen hat er, und zwar 43. Ja, war auch schon recht aktiv. Hervar ist ein einfach rundum gelungener Schatz, so schreiben ihn die Besitzer. Ob man Fünfgang reiten will, rasenschnellen Rennpass oder im Schritt durchs Gelände bummeln, mit dem geht alles. Er ist super fein cool zu reiten, mit einem Top-Charakter, mutig, fleißig, aber nicht heiß. Finde ich auch sehr wichtig. Immer leistungsbereit, ja, aber jederzeit entspannt, nervenstark und artig. Dressurstunde für Fortgeschrittene, die unbedingt mal richtig gute Schrittpirouetten drehen wollen. Mit Hervar kein Problem. Wow. Jetzt haben wir die Messer. Da schicken wir dich mal hin und mich. Es findet sich kein Pferd für den Reiter, der unbedingt das erste Mal Rennpass reiten will. Im Zweifelsfall Hervar nehmen. Das 10-jährige Kind möchte auch unbedingt mal Fünfgang ausprobieren. Auch hier Hervar nehmen. Das klingt ja schon fast wie ein Werbespruch. Mhm. Jeder kann ihn reiten und wirklich jeder hat Spaß. Sei es im Gelände oder auf der Ovalbahn oder im Viereck. Am Tag nach der Viehzoo ohne Rennpass reiten, ohne Sattel. Das muss man sagen, nach so einer Viehzoo auch noch Rennpass reiten, ohne Sattel. Gar kein Problem. Ich wollte es ein bisschen isländisch aussprechen. Ja. Sehr, sehr schön. Und wer weiß, wie Viehzoos ablaufen, das ist natürlich super Stress für die Pferde. Aber wenn er dann wirklich ohne Sattel im Rennpass auch noch geht, dann ist es doch wirklich ein Versprechen. Nehmt Hervar. Ja, und besondere dann auch Stärken. Ja, super. Wow. Sehr schön. Schöne Bergaufgaloppade. Sein einmaliger, unerschütterlicher Charakter und die Tatsache, dass alle seine Gänge wirklich immer sicher abrufbar sind. Und außerdem kann er unglaublich schnell tölten. Ein dicker, fetter Smiley dahinter. Super cool. Ja. Fun Facts oder by the way am Rande: kommt sofort angetrabt, wenn man ihn ruft, selbst in der Deckherde. Hervar. Und schon kommt er angetrabt. Ja, genau. Wer sich für diesen wunderschönen Hengst interessiert, die Decktaxe liegt bei 1000 Euro. Und Kontaktperson ist Julia Steinbjörnsen und Josephine von Weidbrink. Das sind aber schöne Namen. Julia Steinbjörnsen und Josephine von der Weidbrink. In der Region Liebewald, nördlich von Berlin. Kommen wir zum nächsten Starter unserer Hengstshow. Willkommen aus Island, Court Girl Frau Garde. Ein 2011 geborener Hengst, beheimatet in Island, geboren in Island. Richtig cool, dass wir auch einen Hengst aus Island mit dabei haben. Ja, Korge super. Ist ein Dunkelfuchs ohne Abzeichen mit heller Mähne und Schweif. Ich glaube, das sieht man hier auch ganz gut. Ich hatte schon gesagt, er ist 2011 geboren, demnach 11 Jahre alt, ist 1,43 groß und hat ein Stockmaß von 1,43 und hat einen Blub von 111. Sein Papa ist Hauganke von Narvastelem und die Mama ist Corona
Frau Gardewee. Das passt ja zur aktuellen Corona-Zeit. Korge ist ein Schatz, egal ob beim täglichen Umgang oder im Training. Korge ist immer super lieb und umgänglich. Und es macht einfach Spaß, mit ihm zu arbeiten und auch sieht sehr cool aus. Im Stall kann er problemlos in einer Box neben einer Stute stehen und tagsüber darf er draußen zusammen mit den Wallachen auf dem Paddock sein. Seine Stärken sind definitiv sein Charakter und sein enormes Gangmaterial. Außerdem ist Korge ein toller Vererber. Seine Nachkommen sind unkompliziert im Handling, haben ein tolles Gebäude und schicke Gänge. Für uns ist Korge ein echter Geiwinkel, also ein Traumpferd sozusagen. Er hat bisher 52 eingetragene Nachkommen in Worldfänge und deckt in Island auf der Weide. Das hatte ich schon gesagt, dass er noch in Island steht. In seiner Vizebeurteilung hat er die 8,51 insgesamt bekommen, fürs Gebäude die 8,16, unter anderem 9,50 oder 9,50 für Rückenlinie und Kruppe. Für die Reiteigenschaften hat er die 8,74 bekommen, unter anderem eine 9 für Tölt, Trab, Charakter und Gehwille sowie vor und unter dem Reiter. Zu seinen Turniererfolgen zählen unter anderem Platzierung in der A-Flocke Endnote bis 8,81 oder in der F1, also im schweren Fünfgang, eine Endnote bis 7,33. Auch in der T2 hat er schon einige Erfolge aufweisen können. Hier hat er eine Endnote bis 7,03 geschafft. Was ganz besonders und spannend ist zu Korge: falls ihr mit ihm decken wollt und keine eigene Stute in Island haben wollt, stehen natürlich auch Leihstuten zur Verfügung, die ihr quasi buchen könnt, so dass man auch in Island seine eigene Zucht aufbauen kann oder in Island seinen Wunschfohlen züchten kann. Auch Herlinge von Korge stehen immer mal wieder zum Verkauf. Die Decktaxe beträgt 100.000 isländische Kronen. Ich weiß gerade nicht, wo der Umrechnungskurs liegt. Das muss man sich dann einfach in Euro umrechnen, inklusive Decksprung, Weidegeld und Ultraschall. Genau, er steht in Nordisland, Sauðárkrókur, und man kann gerne seine Besitzer kontaktieren. Die Informationen in Deutsch, Isländisch oder Englisch. Die Kontaktdaten dazu findet ihr natürlich auch in dem Hengstkatalog zum Download. Hier sieht man ihn in der Wallachherde. Wie schön. Das finde ich immer toll. Das finde ich immer toll, wenn die Hengste die Möglichkeit haben. Jetzt kommen wir zu auch einem echten Beauty. Startnummer 8 ist unser Magni vom Weserbogen. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, da kann man auch nicht so viel falsch machen, glaube ich. Jetzt isländisch aussprechen. Magni vom Weserbogen. Ja, er ist ein brauner, wirklicher, schöner, schicker Hengst, ein echter Hingucker. Er ist 6 Jahre alt, geboren ist er am 16.05.2016 und er ist ein echter Riese. Sein Stockmaß ist 1,47 Meter. Blub liegt bei 119 und auch bei der Abstammung kann man nichts falsch machen, beziehungsweise kann ich es nicht falsch machen beim Aussprechen. Der Vater ist Odin vom Habichtswald. Vizo-Beurteilung 2022 wird er noch vorgestellt von Andreas Trappe. Also das wird auch bestimmt sehr beeindruckend. Sonstige Prüfung, Körung 2019 in Lundmühlen, Körungssieger mit Gesamt 8,2. Was? Lundmühlen? Lundmühlen. Lundmühlen. Wenn man nicht aus Norddeutschland kommt, dann kann man es nicht kennen. Lundmühlen. Jo, raus mit dem Buddha in Lundmühlen. Vorgestellt von Fatih Lozert. Oh, das habe ich jetzt bestimmt auch falsch ausgesprochen. Fatih Lozert vom Gespräch an nicht. Der Lüttebeek. Ja, also seht es mir bitte nach. Es sind viele neue Namen, aber es geht ja auch wirklich darum, dass wir euch diesen schönen Hengst einfach mal näher bringen, auch in Bewegung. Absolut. Bekannte Nachkommen, beziehungsweise wie viele Nachkommen hat unser schöner Hengst? 14 insgesamt. Ist ja auch noch ein junger Hengst, ne? Ist noch ein junger Hengst, genau. Und die Beschreibung: Magni hat eine hervorragende, Eltern und Großeltern, unter anderem Zuchtweltmeister Odin vom Habichtswald, zweifacher deutscher Meister im Fünfgangpreis, Zuchtchampionatsieger, Ehrenpreis für Nachkommen und mehrere Landsmodplatzierungen. Magni verfügt über hochweite Bewegung mit viel lockerem Naturtölt und macht super viel Spaß zu reiten. Man sitzt sehr bequem und er ist unerschrocken und sehr verlässlich. Hat ein gutes Temperament, aber nicht zu viel Go. Dazu hat er ein außergewöhnlich hübsches Gebäude und
viel Ausstrahlung, was man ja auch sieht. Genau, die Nachkommen sehen auch echt schick aus, ne? Ja. Coole Farbe. Schöne Bewegung. Das ist bei Fohlen ja auch immer so momentabhängig, aber sind wir nicht Profis, ja, aber es macht absolut Spaß anzuschauen. Genau. Er deckt im Natursprung in Einzelbedeckung, das heißt ohne fremde andere Stuten, um die Verletzungsgefahr sehr gering zu halten. Ah, cool. Nach seiner Fito, aber allerdings Anfang Juni 2022. Kosten Decktaxe insgesamt 850 Euro, 200 Anmeldungen plus 650 Trächtigkeitsgebühr inklusive Lebendfohlengarantie. Kontakt Inke Wachter, sie ist vor allem Züchterin und die Besitzerin, was wirklich super ist. Und er ist 70 Kilometer westlich von Hannover. Da findet ihr diesen wunderschönen Hengst Magni vom Weserbogen. Vom Weserbogen. Also im Norden ist er zu Hause. Im Norden ist er zu Hause, ja, cool. Ja. 70 Kilometer westlich von Hannover. Ja. Auch hier haben wir die Homepage eingeblendet bei uns im Hengstkatalog. Na, macht Magni ein bisschen Show. Im Schnee ist immer cool. Let's get! Schon fast isländische Verhältnisse hier mit dem Schnee. Und diese Aufstiegshilfe gibt es im Easyflix Shop, wenn man einen Kisten Bergsund dazu bestellt. Exklusiv für exklusiv. 999 ja, cool. Euro, oder? So, übrigens das, ja, genau, vergoldet. Schöner Kerl, ja. Ah, ich verfolge ihn immer sehr gerne. Bin immer gespannt, was es da an Neuigkeiten gibt, wie er sich macht, wie er sich entwickelt. Finde das absolut immer spannend. Und draußen genauso, das ist natürlich toll dann zu sehen. Mega entspannt. So ein junges Pferd, ne? So ein junger Hengst, das darf man immer nicht unterschätzen. Hier mit Andreas Trappe. On the road. Kommen wir zum nächsten Hengst. Start Nummer 9. Maoni Frau Rapkelstöwem. Ich darf hier die komplizierteren Namen nehmen. Danke, Tobi, dafür. Also geht der Shitstorm an mich, falls ich hier falsch irgendwas ausgesprochen habe. Man sieht schon erst im Hengstbuch 1 angetragen. 2012 geborener Rotfuchsfalbe mit Stern. Er ist 1,41 groß und seine Abstammung ist wie folgt. Okay, das ist jetzt sogar für mich schwierig. Der Papa ist Nike Frolabkistilum und die Mama ist Friedne Jogade. Er ist 6-jährig Vize beurteilt. Hat unter anderem eine 8 für Kopf, Hals, Widerriss, Schulter, Rückenlinie, Gruppe, Stellung der Gliedmaßen und Hufe. Für die Reiteigenschaften hat er eine 8 für Tölt, langsamer Tölt, Trab, Galopp, langsamer Galopp, Charakter, Gehwille und Schritt. Für den Rennpass hat er eine 5-0 bekommen, der ist nämlich nicht gezeigt worden. Das ist auch wichtig zu wissen, wenn man Rennpass nicht zeigt, also ein Pferd viergängig vorstellt, bekommt der Rennpass automatisch eine 5-0, also demnach wurde er viergängig vorgestellt. Er kann schon einige Turniererfolge aufweisen und er ist sehr entspannt im Gelände, wie man sieht. 5-jährig hat er auf seinem ersten Turnier, da konnte er seit ein paar Wochen tölten, Fun Fact, direkt die 6,90 im Futurity Viergang geholt. Eine 7 für Tölt, Präsenz und Galopp, eine 6,5 für Schritt und Trab. Nach seiner Deckpause, 2 Monate hat er nämlich gedeckt, wurde er 2 Wochen trainiert und ist dann direkt wieder Turnier gelaufen und hat auch sofort die 5-Gang-Preisqualifikation bekommen. Mit insgesamt 6,33 für Tölt, 6,5 für Trab, 6,17 für Schritt, 6,32 für Galopp. Heutzutage bekommt er für seinen Galopp und Trab immer wieder die 7,0 in den schweren 4- und 5-Gang-Prüfungen. Seine ersten Nachkommen sind 2019 geboren, sie sind demnach also noch nicht unterm Sattel. Trotzdem kann man jetzt schon sagen, dass die Nachkommen schon unheimlich neugierig und unerschrocken sind. Von der Besitzerin in eigenen Worten gefasst, mein absolutes Lieblingspferd für Gelände, da er immer zu regulieren ist, egal ob er vorne läuft oder ganz hinten.
Wenn Kinder mit mir ausreiten wollen, nehme ich immer Mauni mit, da er super auf den Reiter fixiert ist und jeden Spaß, zum Beispiel durchs Wasser gehen oder über einen Baumstamm springen, am langen Zügel töten, mitmacht. Seine Stärke ist auf jeden Fall die tolle Gangtrennung. Das hat auf jeden Fall nicht jedes Pferd und das gibt er auch an seine Nachkommen weiter. Er ist ein absoluter Allrounder. Er kann sehr gut Dressurlektionen. Viele sagen, er wäre der nächste Tortillas. Sehr lustig, sehr spannend. Das war ein kleiner Funfact zu Mauni. Wenn man mit ihm decken möchte, es gibt Tiefgefrierspermer für die EU oder auch Handbedeckung ist möglich. Die Kosten für das Tiefgefrier oder Tiefkühlsperma liegt bei 450 Euro plus Versandkosten. Die Handbedeckung liegt bei 500 Euro. Wenn man sich bis Ende März noch anmeldet, also hat man jetzt noch knappe drei Wochen Zeit, kostet die Decktaxe sogar nur 450 Euro. Die Kontaktdaten findet ihr natürlich wieder in unserem Hengstkatalog über Indra Strott. Strott, glaube ich, spricht man das aus. Und er deckt in Niedersachsen im Emsland. Postleitzahl 49832 und den Ortsnamen Tune kann ich mal wieder nicht aussprechen. So, das ist schöne eine Bilder, by the way. Ja, Nachkommen. Eine ja, super toll. Ausprachshow. Dieses Jahr werden 11 Nachkommen erwartet von Mauni. Bereits hat er schon 8 Nachkommen. Die sieht man nämlich hier auch schon nebenbei auf den Videos. 7 von 8 Nachkommen sind Falben. Darunter 6 sind Rotfalben wie Mauni. Und man sieht hier die Nachkommen schon nebenbei alle so ein bisschen durchs Bild laufen. Sehr entspannt auch im Umgang mit anderen Pferden, also ja. Schön wieder zu sehen, was der Charakter alles kann und Gangvermögen hat dieses Pferd auf jeden Fall. Ja, und springen kann er auf jeden Fall auch gut, wie man eben gesehen hat. Auch absolute Anfänger können entspannt auf Mauni reiten, das finde ich, es ist einfach wieder Charakter, ne? Der Charakter ist das A und O. Absolut. Und schön, dass auch bei unserer Hengstshow darauf Wert gelegt wird, genau das euch zu zeigen. Denn wir zeigen eben nicht nur die Hengste auf der Ovalbahn im Turniermodus, sondern so, wie ihr eure Hengste seht. Und es sind wunderschöne Bilder und Aufnahmen. Ganz toll. Jetzt sind wir auch schon beim nächsten Hengst. Es ist wieder mein Hengst, den ich vorstellen darf. Beziehungsweise Silke Köhler darf ihren Hengst natürlich vorstellen, aber ich darf ihn kommentieren. Naut Rapt, Frau Wademalaik, ein 2010 geborener Hengst, Island-Hengst in Island geboren. Mittlerweile beheimatet in Niedersachsen in der Lüneburger Heide auf dem Gestüt Burgholzhof. Er hat ein Stockmaß von 1,44 und ein Blub von 112. Sein Papa ist Hügin Frau Hager und seine Mama ist Kohlbrau Frau Wademalaik. In seiner Zuchtbeurteilung hat er eine wahnsinnige 8,72 insgesamt. Mit einer 9,05 für Reiteigenschaften und einer 8,22 für das Gebäude. Für den Tölt hat er die 9,0 bekommen, ebenso für den Trab, für den Rennpass sogar eine 9,5. Für den Galopp und den langsamen Tölt eine 8,5. Beim Gebäude hat er zum Beispiel für die Form und die Rückenlinie eine 9,0 bekommen. Und was haben wir hier noch? Proportionen, Hals und Kopf eine 8,5. Also sehr imposante Noten. Bekannte Nachkommen von ihm sind Nautar, Frau Wademalaik und Mökkür, Frau Wademalaik. Der ist bekannt durch den Kronshof. Das ist, glaube ich, der Hengst mit den meisten Nachkommen bei uns in der Hengstshow. Er hat nämlich 76 Nachkommen. Na, mal gucken, das können auch andere, glaube ich, noch toppen. Okay. Nautrab ist ein beeindruckender, hochgeprüfter Fünfganghengst mit hervorragender Abstammung. Sein Vater ist Ehrenpreisträger für Nachkommen und auch seine Mutter brachte hochqualitative Zucht- und Reitpferde hervor. Ein klarer und einfacher Charakter gepaart mit gangstarken Reitpferdeattributen machen diesen Hengst zu einem absoluten Ausnahmepferd. Er ist sehr leichtrittig und lieb im Umgang, mit Spaßfaktor, vor allem im Tölt und Pass, mit hervorragendem Charakter.
Kleiner Fun Fact, trägt unsere Chefin Irina mit Würde überall hin. Ah, die Irina, die bei uns im Beer-Turt auch mitgemacht hat. Da müsst ihr auf jeden Fall mal in unseren Beer-Turt reinschauen, wenn ihr diesen Fun Fact verstehen wollt. Ganz lieben Dank an Silke und das Team von Popelzhof. Unsere Startnummer 11, auch ein Pferd, das, glaube ich, ganz, ganz viele kennen. Und Lisa, auch ich habe die schweren Namen, also so ist es nicht. Das ist nämlich der Ophalgür vom Kronshof. Nassi. Wie man sieht, ein wunderschöner Schimmel. Er ist geboren am 2. Juli 2016, hat ein Stockmaß von 140 cm und ein Blub von 115. Ich würde den ja sofort benutzen zum Decken, ne? Also mir gefällt der ja gut. Ja, absolut. Und vor allem die Reiterin kennt ja auch jeder. Also ein natürlich recht bekanntes Pferd. Vater ist Tjul Fragleiva. Der ist Vize mit 8,44 WM-Finalist gewesen und ein erfolgreiches Sportpferd. Die Vize von unserem Ophalgür von Kronhof war die Vize-Beurteilung 8,12 total, als er 5-jährig war. Reiteigenschaften ohne Pass war 8,34 und Reiteigenschaften total 8,5 im Tölt. Geschmeidige Bewegungen, hochweite Bewegungen, taktklar. Trab 8,5, recht gute Elastizität, weite Tritte. Form unter dem Reiter 8,5, hohe Bewegungen, freie Vorhandbewegung. Und wer das Pferd kennt, der weiß auch Turniererfolge. Dem Doppelsieger Futurili Tölt 8,50 und Viergang mit 7,80. Ja, schönes Pferd. Ich habe den bei der DIM auch beobachtet über den letzten. Ja. Wo deckt er denn? Ja, Ophalgür ist bei Christopher Weiß, Islandpferde Weiß und deckt in Baden-Württemberg, Freiburg im Breisgau. Die Decktaxe liegt bei 1250 und er deckt an der Hand. Sehr cool. Auch die Beschreibung wahnsinniger Reitfaktor, perfektes Temperament mit außergewöhnlicher Balance in all seinen Gängen, extreme Leistungsbereitschaft, sehr aufmerksames und menschenbezogenes Pferd, freundliche Ausstrahlung und das sieht man auch gleich noch an anderen Videoszenen. Der Galopp sieht auf jeden Fall krass aus. Ja, ganz toll. Also scheinbar stehe ich auf Füchse und Schimmel. Darfst du. Es kann an meinen eigenen Pferden liegen. Sehr schön, ja. Da guckt man echt gerne zu. There's a new part of me, part I want you to see. You haven't seen the best of me, I know. You can try to fool yourself, like you love somebody else. But you and him will never feel the way we do. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Das finde ich immer beeindruckend, dann eben in dieser Prüfungsklasse. Und wie gerade angesprochen, ne, er ist letztendlich auch vom Charakter so, dass der jüngste Spross von Islandpferde Weiß ihn gleich mit zum Training nimmt. Sehr schön. Also wer Interesse hat, unsere Startnummer 11, Islandpferde Weiß mit Ophalgür vom Kronhof. Ja, dann haben wir als nächstes auch schon den nächsten Starter, Startnummer 12. Das ist nämlich Sormar Frau Press 2. Ich sag ja, du hast die einfachen Namen. Ich habe die besten Namen hier. Wie gesagt, 2015 geborener Isabel Hengst. Isabel, meine absolute Lieblingsfarbe. Isabel mit Blesser ist also 7 Jahre alt, hat ein Stockmaß von 1,43 und einen krassen Blub von 123. Einfach Wahnsinn. Mal auf der Zunge zergehen lassen. Übrigens haben wir im Voraus von Sormar einen Decksprung verlost. Der Gewinner wird jetzt wahrscheinlich auch schon feststehend festbestanden haben.
ein kleiner Fakt nebenbei. Ja, also man sollte uns in Social Media immer beobachten. Seine Abstammung. Der Papa ist der wahnsinnige Konstantin Frahove, der viel zu jährig gesamt 8,72 bekommen hat und eine 8,88 für Reiteigenschaften unter anderem dabei hatte, eine 10 für Tölt. Seine Mama ist Soka Frahove. Die hat eine Vize mit der Gesamtnote von 8,64 und den Ehrenpreis für Nachkommen bekommen. Seine eigene Vize liegt bei 8,37 gesamt. Die Einbindung hat man hier auch eben gesehen. Die Vize hat er fünfjährig absolviert. Er hat unter anderem auch schon Turniere bestritten, Teilnahme an den deutschen Meisterschaften im Futurity 5-Gang 2021. Er hat bisher 52 Nachkommen. Er ist ein absolutes Zuchtjuwel, hat hochweite Bewegung, einen traumhaften Charakter und ausgezeichnete Abstammung. Zusätzlich hat er eine Sonderlackierung und das gewisse Etwas. Er hat einfach alles. Sein Charakter, oder er hat einen charmanten Charakter, eine höfliche Art und der Wille, immer alles richtig zu machen, machen ihn zu etwas ganz Besonderem. Ob Arbeit an schweren Dressurlektionen, lange Ausritte in der Gruppe oder eine flotte Runde im Wald, er zaubert einem immer ein Lächeln ins Gesicht, das glaube ich gerne. Es zaubert auch mir ein Lächeln ins Gesicht. Dito, ich würde das Pferd auch nehmen, kein sehr Problem. Seine besonderen Stärken sind seine Gangqualität, der Charakter und Wille, immer alles richtig zu machen. Er deckt dieses Jahr auf der Weide. Die Kosten für eine Bedeckung auf der Weide liegen bei 1.300 Euro. Für Elite-Stuten mit einer Vize über 8 gibt es einen Preisnachlass. Hi, wir sind Melanie und Svenja und zusammen sind wir Takt und Verstand. In unserem Podcast entführen wir dich in die spannende Welt der Islandpferde. Für alle, die den Dialog in der Pferdewelt suchen, mehr wissen wollen, Inspiration suchen oder inspirieren wollen. Für Bummler, ambitionierte Rennreiter, Tüdelmammis, Turnierreiter und Liebhaber des Islandpferdes. Schau vorbei, wir freuen uns auf dich. Ja, jetzt wieder ein echter Hingucker und auch ein echter Isländer. Ich darf also wieder Isländisch sprechen. Unsere Teilnehmerin Marilyn Thoma hat einen zweiten Hengst, einen wunderschönen Hengst hier bei uns in der Easyflix Hengst Show. Und das ist Nói Frástora Hófi. Wie ihr seht, es ist ein Rappschecke. Er ist 14 Jahre alt und er ist 1,40 Meter groß. So, bei der Abstammung darf mir die Lisa wieder helfen. Vater ist Ilingur Frau Toftum. Ja, ich weiß, also wie man das ausspricht, weiß ich auch nicht. Ich würde auch sagen, Ilingur Frau Toftum. Das ist so ein Fuchschecke auf jeden Fall. Ja, 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 der sagt mir auch was, aber aussprechen kann ich es halt noch nicht. Aber ich weiß, wie das Pferd aussieht. Dazu. Sehr schön. Vizu gesamt ist bei Nói die 8,73. Reiteigenschaften 8,75. Und jetzt, Leute, haltet euch fest, eine 9,5 für Pass. Wahnsinn, oder? Sie wird uns auch noch gleich eindrucksvoll hier dargestellt, der Pass. Und jetzt sehen wir gerade noch sehr gute Slow-Motion-Aufnahmen. Gebäude hat er eine Note von 8,68. Ja, Turniererfolge bleiben natürlich bei so einem tollen Pferd nicht aus. Leistungsklasse 1 im Tölt und 5-Gang und im Pass sehr gute Ergebnisse auf der deutschen Meisterschaft. Sieger in Landsmod 2012 der vierjährigen Hengste. Und jetzt auch noch ein echtes Highlight, Teilnahme Weltmeisterschaft 2019 für Zucht. Ja, und wie kann man Nói beschreiben? Nói ist für Marilyn ein absolutes Traumpferd, bei dem alles zusammenpasst. Sein absolut unkomplizierter Charakter und wir durften ihn ja auch schon live vor Ort im Interview haben und auch genau das sehen, dass er so entspannt ist. Sein enormes Gangvermögen machen ihn zu einem absoluten Ausnahmepferd. Als Landsmod-Sieger und WM-Teilnehmer hat er bewiesen, dass er zu den besten 5-Gängern überhaupt gehört. Besonders hervorzuheben ist natürlich sein Pass, für welches er auf der Vizo ja, eine traumhafte Note von 9,5 erhalten hat, da kriege ich schon Gänsehaut. Auch hier sind seine Gänge einfach klar getrennt und sie können sich alle sehen lassen. Nói ist ein
absolutes Spaßpferd mit extrem viel Fluss und Leichtigkeit in allen Gängen, wie man es hier auch sieht. Auch sonst ist Snowy absolut unkompliziert und höflich, ein richtiger Gentleman. Ihn bringt so schnell nichts aus der Ruhe und er ist wirklich für jeden Spaß zu haben. Ob Handpferdreiter, Ausritte oder Turnier, Snowy ist eine absolute Lebensversicherung. Das klingt natürlich toll. Mhm. Fun Fact by the way, Snowy wälzt sich zur Freude von Marilyn gern täglich ausgiebig vor ihr. Also irgendwie macht er das gerne, sobald Marilyn in den Stall kommt, wälzt er sich. Art der Bedeckung, die ganze Saison Besamung mit Frischsamen. Ab Mitte Juli Weidebedeckung bei Freiburg. Marilyn steht mit ihren zwei schönen Hengsten bei Island Pferde Weiß und auch die Kontaktdaten seht ihr dann bei uns auch im Downloadbereich, den Hengstkatalog, den wir für euch exklusiv zusammengestellt haben. Und die Kosten für die Decktaxe sind 1200 bei Trächtigkeit. Ja, cool. Ah, ich finde es auch cool, dass es Frischsperma gibt. Ne? Das wird immer beliebter. Kann sein, so kann die Stute bei einem zu Hause bleiben. Man hat weniger Verletzungsgefahr natürlich. Also bin ich ein großer Freund von. Sieht natürlich auch jeder anders. Tschüss, Marilyn. Hi und tschüss. Man hat übrigens im Hintergrund gerade die Schaukel gesehen und die Rutsche. Die ist neu, weil Christopher und Andrea ja jetzt Nachwuchs bekommen haben, direkt an der Ovalbahn. Das hindert anscheinend auch Snowy nicht, dann weiter zu tölten. Manche Pferde würden da ja vielleicht erschrecken. Und ja, Marilyn versucht hier gerade. Ihn stört das, also sie versucht die Mühle zu machen, nichts. Oder? Das ist doch die Mühle, oder? Wahnsinn. Ja, ich weiß nicht, das ist. Ich glaube, nennt sich für Mühle. Mich als alter Sack wäre das nur einmal möglich. Olay Olay, wird 7 Jahre dieses Jahr und er war letztes Jahr 6-jährig das höchst geprüfte Pferd des Jahres nach Vizo. Er hat die Gesamtwert von 8,49 mit einem besonders guten Gebäude. Er hat 9 für sein Langhaar, was man hier auch sehen kann. Er hat 9 für den Rücken und 9 für Hufe. 9 für Pass und Charakter. Und was mir besonders gut an ihm gefällt, ist sein Charakter. Man kann ihn einfach anmachen, er läuft super Rennpass und danach einen Langzügelschritt. Also sein Temperament spricht wirklich für ihn und seine Schönheit natürlich. Ganz besonders von seiner Abstammung. Er ist von Arion Verstrapowolti, der leider viel zu früh verstorben ist. Und es gibt auch relativ wenig Kinder von Arion in Deutschland. Ja, deswegen gefällt er mir auch sehr gut für die Zucht. Und er deckt dieses Jahr bei uns hier in Ehndorf das ganze Jahr an der Hand. Und die Decktaxe sind 1.100 € inklusive Mehrwertsteuer. Wenn euch der Hengst gefällt, ruft mich doch einfach gerne an oder schreibt mir auf Instagram. Ciao, ciao. Ciao, Johannes. Danke, dass du unseren Job übernommen hast. Das heißt, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, Johannes hat sich gedacht, die Lisa und der Tobias, die können das wahrscheinlich eh nicht richtig aussprechen. Können die Namen nicht aussprechen. Dann mache ich das selber. Jetzt alleine. Nee, cool. Danke, Johannes. Also Blythe von Olay Olay, 2015 geborener Rapphengst, das haben wir schon gesehen, mit sehr viel Behang. Hier auf der Vizo mit unter anderem einer 9 für Pass im guten Tempo, stark Oberlinie, guter Takt und gut im Gleichgewicht. Er hat einen Blob von 1,23 bis 1,43 groß. Der Papa ist Arion Verestra-Forspolti, der nicht mehr lebt, der leider bei einem Weideunfall verstorben ist. Seine Mama ist Sora Destrolero Lake. Er hat eine Vizo-Gesamtnote mit 8,49. Deckt im Norden bei Johannes Pantelmann. Johannes könnt ihr entweder per Telefon einfach kontaktieren, anrufen, schreiben oder auch in den sozialen Medien. Er hat in Worldfanger bisher 22 eingetragene Nachkommen. Jetzt wollte ich 2022 sagen. Dieses Jahr werden 25 Fohlen geboren. Wahnsinn! Übrigens hat Blair 22 eingetragene Nachkommen, nicht Johannes. Also Johannes ist wahrscheinlich nicht in Worldfanger eingetragen. Das hätte jetzt ein bisschen komisch. Vielleicht ja doch. Fun Fact. Ja, wirklich kleiner Fun Fact. Fun Fact, wirklich aber nebenbei, er ist der einzig Elite beurteilte Nachkomme von Arion in Deutschland. Und was ganz Wichtiges, was ich jetzt erwähne, ihr könnt jetzt nämlich exklusiv bei uns auf Easyflix TV ein Decksprung von Blair gewinnen. Geht dafür am besten einfach in unsere sozialen Medien und da erfahrt ihr dann, wie ihr den Decksprung gewinnen könnt. Viel Glück und viel Spaß. Dann gibt es die ersten Easyflix-Fohlen.
Ja, genau. Unsere nächste Startnummer, Tindur Frau Barmalek. Jetzt habe ich es aber richtig ausgesprochen. Ein wunderschöner brauner Hengst. Und er hat schon ein stolzes Alter von 23 Jahre, ist natürlich für ein Islandpferd das perfekte Alter. Und er hat ein Stockmaß von 1,41, also 1,41 Meter. Voll auf den Zahlen drehe ich hier schon alles durch. Und die Blub ist 110. Vizo-Beurteilung ist eine Gesamtnote von 8,68. Und jetzt wieder so ein Trommelwirbel. Turniererfolge. Fünfgang Weltmeister 2009. Oh. Bekannte Nachkommen. Das ist Tango von Mönchhof, baden-württembergischer Meister im Fünfgang. Und wie man hier sieht, auch wieder wunderbar vorgestellt von Jens Füchtenschnieder. Super Charakter, perfektes Reitpferdetemperament, herausragende Gangtrennung von jedem zu reiten. Vererbt, starkes Fundament und Gangtrennung. Hier sehen wir auch einige Nachkommen. Verbessert zuverlässig den Grundtakt jeder Gangart. Super Reitpferd auch für, ja, als Kinderpferd geeignet. Jungpferde, Begleitpferd, Führpferd mit Handpferd, egal ob Ballach, Hengst oder Stute. Besondere Stärken von diesen Hengst sind Gangtrennung, Vererber, Sicherheit, typische Tindur-Vorhandmechanik, bereits gerittene Nachzug, überzeugt auf ganzer Linie ein echter Allrounder. Art der Bedeckung, Weidehandbesamung und Decktaxe liegt bei 1000 Euro. Kontaktpersonen zu diesem schönen Hengst seht ihr natürlich auch wieder in unserem Hengstkatalog, sind Jens und Isabel Füchtenschnieder in der Region Raum Stuttgart vom Gestüt Auchtert. Sehr cool, ein echtes Allround-Pferd, wie man gerade gesehen hat. Klasse. Ja, sogar Lenny kann ihn reiten. Wahnsinn. Und man sieht auch hier der Nachwuchs. Ja, wir haben Tindur vor 12 Jahren das erste Mal eingesetzt. Er war damals in Norwegen. Ich hatte ihn in Island gesehen und fand ihn beeindruckend. Und dann war er in Norwegen, dann haben wir ihn zum Decken geholt. Und diese Nachkommen damals haben uns so überzeugt. Dass wir ihn später wieder zum Decken geholt haben. Vor ein paar Jahren war er dann endlich zu erwerben. Und für mich ist das großartigste Pferd, was man sich vorstellen kann, weil er alles bringt, was ein tolles Islandpferd haben muss. Starke Beine, Robustheit, aber auch die Gänge, die er hat und im Speziellen seine unglaubliche Gangtrennung. Also man kann ihn in jeder Gangart ganz einfach reiten. Und er ist nicht nur unser Zuchthengst hier, sondern der gehört wirklich mit zur Familie. Und er knackt auch unseren Score. Wie viele Nachkommen hat er? 212. Hi zusammen, Easyflix TV ist wieder on Tour. Und wenn ich meine strahlende Lisa neben mir habe, dann kann der Tag ja nur gut werden. Hier im Labor von EVAX. Jonathan wird jetzt den Impfstoff verabreicht bekommen. Allererste Frage, was ist eigentlich ein Ekzem? Weiter geht's nach dem interessanten Werbeblock mit Tigül vom Petersberg. Fuchs mit Stern und Schnippe. Sehr schön hier in den Fotos. Er ist 7 Jahre alt
und auch ein echt großer Kerl, nämlich 145 Zentimeter. Also 1,75 wäre jetzt dann schon eine andere Garde. Und sein Blub liegt bei 114. Viel zu Beurteilung kann sich auch sehen lassen. Eine Gesamtnote von 8,13 und Turniererfolge über 7 im Futurity Viergang. Tigul ist ein großrahmiger, ausdrucksstarker Hengst mit Nerven aus Drahtseilen. Er begleitet dich überall hin, gibt nie auf und überzeugt mit seinen Gängen, dem Look und seiner Präsenz. Ein Pferd, das ich 5 Minuten probiert habe und wusste, ich möchte ihn kaufen. Nicht meine Einschätzung, sondern die von, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, von Steve Köster. Der reitet ihn hier auch und stellt ihn uns hier eindrucksvoll vor. Das muss ich auch sagen, ein Pferd nach 5 Minuten probiert und sagen, so, den möchte ich kaufen. Das ist die perfekte Antwort für diesen Hengst. Seine besonderen Stärken, große Gänge, hochweite Bewegungen und eine sehr gute Tempovarianz, hervorragendes Exterieur und sehr starke Nerven. Ja, die muss man auch beim Turnier haben und Steve Köster und er haben anscheinend zusammen die perfekten Nerven. Fun Fact by the way, er liebt Kuscheleinheiten und ist auf Menschen sehr bezogen. Art der Bedeckung, Handbedeckung bei Anfrage, Kosten, Decktaxe liegen bei 750 Euro und Kontaktperson ist Steve Köster. Und auch hier seht ihr Telefonnummer und die E-Mail bei uns im Download im Hengstkatalog. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Starter, Start Nummer 17. Das ist nämlich Spavi, Frau Bartkastelem, ein 2000. Hätte ich nicht besser sagen können. Ja, dachte ich mir schon. Das ist ein 2013 geborener Rappe mit einem Stockmaß von 1,46 und einem Blub von 121. Einige kennen ihn vielleicht von der Weltmeisterschaft 2019. Da ist er nämlich Zuchtweltmeister geworden bei den 6-jährigen Hengsten. In seiner Vize-Beurteilung hat er eine Gesamtnote von 8,68 mit einer Gesamtnote bei den Reiteigenschaften von 8,86 und einer Gebäudenote von 8,41. Spavi ist ein absoluter Geisinger, einer der letzten Ori-Nachkommen weltweit. Beziehungsweise einer der letzten großen Ori-Nachkommen, ja, weltweit und in Deutschland sogar der höchst beurteilte. Er vereint die Ganggewalt der beiden Supervererbe Ori und Aaron Fausterlanderhöfte. Ich gehe gleich noch einmal kurz auf die Abstammung zurück. Seine Grundgänge, wie auch der Trail, sind stets geprägt von Takt und einer enormen Tempovarianz. Er präsentiert sich absolut souverän, zuverlässig und in absoluter Perfektion. Spavis Stärke ist zudem seine unaufgeregte, leistungsbereite Art. Er ist sehr ausgeglichen und immer bemüht, sein Bestes zu geben. Er schafft es selbst, den routiniertesten Reitern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Bei dem Pass stelle ich mir das auch so vor. Seine besonderen Stärken liegen in der Leistungsbereitschaft und Gangvermögen gepaart mit einem absolut freundlichen und souveränen Wesen. Er hat unter anderem die 9 für Tölt, 9 für Pass, 9,5 für Charakter und Gehwille, die 9 für Schritt. Zu seiner Abstammung, da wollte ich noch mal kurz drauf zurückgehen. Sein Papa ist Ori, das haben wir schon alle mitbekommen, haben wir hier auch einige andere Hengste gehabt. Die Mama ist Weithing, Frau Huna. Und der Papa von der Mutter, also Muttervater, ist Aaron, Frau Stadanderhöfte. Er deckt auf dem Gestüt Pfaffenburg, bekannte Deckstation hier bei uns in der Nähe von Augsburg, nicht ganz so nah, in Ansbach, von Thorsten und Vanessa Reisinger. Die kann man auch gerne kontaktieren. Die Kontaktdaten findet ihr wieder im Hengstkatalog oder in dem PDF und der Preis liegt bei 1250 Euro. Er deckt ab April bis Ende August mit Frischspermaversand oder Besamung auf Pfaffenburg. Unsere nächste Startnummer, das ist hier die Nummer 18, Constantly Frau Hovi. Habe ich es wieder richtig ausgesprochen? Frau Hovi. Ja, Frau Hovi. Aber Kanzleri?
Kanzlerin, ja, hört Kanzlerin sich gut an. Kanzlerin Frau Hofi, hört sich gut an. Farbe ein wunderschöner Rappe mit Stern. Geboren ist er am 14.05.2016. Und ich glaube auch mit das größte Pferd, den größten Hengst, den wir jetzt hier, glaube ich, vorgestellt haben, mit 1,49 und eine wunderbare Flup von 109. Sehr schön hier vorgestellt. Die Abstammung, Vater ist Önir Frau Aukranesi und die Mutter ist Kantata Frau Hofi. Ja. Vizobeurteilung ist hier eine 7,72 Gesamt. Und Kanzleri ist ein Hengst mit Traumoptik und einem Traumcharakter. Er wurde erst vor kurzem importiert und begeistert, ja, seine Besitzer sehr. In seinen jungen Jahren zeigt er eine außergewöhnliche gute Veranlagung in allen Gängen. Er ist extrem groß, wie schon erwähnt, und langbeinig. Sehr, sehr schöne Aufnahme. Was ihn besonders macht und eine enorme Präsenz verleiht, eben weil er so groß ist. Sein Gebäude wurde bereits mit 8,29 Gesamt, 9,5 für Mähne und Schweif und viermal die 8,5 für Rückenlinie und Gruppe, Proportionen, Gliedmaß und Hufe beurteilt. Und ja, man ist zu Recht sehr gespannt, wie sich dieser Hengst weiterentwickelt. Dann sind wir auch schon beim nächsten Hengst. Sehr bekannter Hengst, Gerd von der Igelsburg. Ein 2010 geborener Fuchs, Fallschecke mit dem Papa, dem bekannten Papa Ole Stan von Selfossi. Er hat ein Stockmaß von 1,43 und ein Blub von 110. In seiner Vize-Beurteilung hat er gesamt die 8,58 und die 8,73 für die Reiteigenschaften. Er ist WM-Teilnehmer gewesen 2017, das sieht man hier auch gerade auf dem Video. Er hat Platz Nummer 4 gemacht, der 7-jährigen Hengste und älter. Er ist LK1 im Fünfgang. Er ist Zuchtchampionatssieger 2017 auf der DIM in Wurz. Er ist Siegerpferd auf der DIM 2016 gewesen, Futurity Viergang. Er hat sich DIM qualifiziert in der Futurity in Tölt und Viergang und Fünfgang. Hier steht jetzt gar kein Jahr dabei, wahrscheinlich das Jahr vorher. Und er ist mehrfacher Futurity-Sieger. 2017 erhält er die Bundesprämie und er hat auch schon einige bekannte Nachkommen, unter anderem Emil Dürr vom Habichtswald. Wer sich ein bisschen in der Turnierwelt auskennt und umschaut, hat dieses Pferd auch schon mal gesehen. Gima von der Igelsburg und auch Lara vom Kronzow. Gerd ist ein absoluter Ausnahmehengst. Sein Charakter ist aus Gold und wer ihn kennt, der liebt ihn. Er verfügt über eine sehr starke sportliche Leistungsbereitschaft und ist einer der bekanntesten Vererber Deutschlands. Seine Nachkommen überzeugen nicht nur durch sehr gute Gangqualitäten, sondern ebenfalls durch einen einzigartigen Charakter. Und das ist genau das, was ihn neben all seinen Erfolgen ausmacht. Er ist der Freund des Menschen und zugleich eines der erfolgreichsten Zuchtpferde in Deutschland. Er deckt in Norddeutschland, Hamburg, Pinneberg. Kontaktperson ist Sina Günther und die Decktaxe liegt bei 1.500 Euro. Er deckt auf der Weide und an der Hand. Kleiner Funfact, er ist der höchst geprüfteste, Nachkomme von Alverstein außerhalb Islands. Wow. Das ist sehr cool. Krass. Das ist ja nicht nur ein Fun-Fact, das ist ein richtig cooler Fact. Das ist ein richtiger Fact, das ist ein interesting Fact sogar. Seine besonderen Stärken sind absolut sein freundlicher und einzigartiger Charakter, seine extrem hohe Vererberqualität und natürlich seine sportlichen Erfolge. Ich hatte das, glaube ich, schon gesagt. Sein Papa ist ja, wie gesagt, der Overstand for Self-Fosse und die Mutter ist Gleiser von der Igelsburg, die auch schon Ehrenpreis für Nachkommen bekommen hat. Er hat sage und schreibe 120
Nachkommen, Stand heute. Wahnsinn. Wow. Und jetzt geht's weiter. Sina Günther hat einige Hengste bei uns hier in der EasyFlix Show. Es ist gerade eine Sina Günther Hengstparade gerade. Und Amadeus, Amadeus, Amadeus vom Wehental sehen wir jetzt hier. Und es ist ein brauner Hengst mit Stern, der am 12.05.2015 das Licht der Welt erblickte und hat ein Stockmaß von 1,41 und sein Blub liegt bei 107. Amadeus überzeugt vor allem mit seiner guten Futurity-Prüfung 7,10 im Tölt und 6,69 im Viergang. Ja, im Gegensatz zu den anderen hat er noch nicht ganz so viele Nachkommen, aber das wollen wir ja hier ändern. Er hat 4 Nachkommen. Amadeus hat eine besondere Ausstrahlung und zieht mit seiner Schönheit alle in seinen Bann. Na, das sollte mal jemand nochmal über mich sagen. Er konnte mit einer auffallend guten Futurity-Prüfung glänzen und zeigt in allen Gängen eine sehr gute Qualität oder seine Qualitäten. Er besticht ebenso durch seine Leichtigkeit und wunderbare Rittigkeit und Form, was wir ja hier auch sehen. Neben akzentuierten Bewegungen und guter Elastizität lässt Amadeus keine Wünsche offen. Er ist im Umgang immer höflich und dem Menschen zugewandt, dabei absolut verlässlich und freundlich. Besondere Gangveranlagung, ausdrucksstarkes Exterieur, ein Top-Charakter. Das sind doch wirklich tolle Beschreibungen für einen Hengst. Handbedeckung und die Kosten der Decktaxe liegen bei 850 Euro. Und ihr könnt die Sina Günther gerne kontaktieren im Raum Hamburg-Pinneberg. Ja, und jetzt für alle, die denken, dass mein Money damit gemeint ist, der jetzt hier bei der Hengst schon mitmacht. Nein, wir sehen hier den Money vom Flockerberg. Er gehört auch zur Hengstparade von Sina Günther. Ja, ich möchte am liebsten eigentlich gar nichts gerade sagen, weil mit der schönen Musikuntermalung ist eigentlich alles gesagt. Trotzdem perfekt. Rapp, Farbwechsler ohne Abzeichen, also auch was ganz Besonderes für Züchter. Geboren am 29.06.2013, ein Stockmaß von 138 cm und blub liegt bei 103. Abstammung, Vater ist Fanar Frau Grüstum. Ja, mit der Musik finde ich erübrigt sich alles. Und die Viehzubeurteilung für diesen schönen Money liegt bei 7,67 Gesamt. Turniererfolge kann er auch schon vorweisen. LK1 im Tölt und LK1 im Viergang. Manni ist ein hochmotivierter und leistungsbereiter Hengst, der über sehr gute Gangqualitäten verfügt. Er ist nicht nur farbtechnisch ein Hechter, Hingucker, sondern begeistert auch durch seine elastischen und akzentuierten Bewegungen. Ein Hechter? Er ist ein Hecht. Ein was? Ein? Ein Hechter. Habe ich gesagt? Alles gut, ja. War witzig. Ein Hechter? Also ein Hecht. Ein echter Hecht. Also ein echt toller Hecht. Er bringt in jeden Gang taktsicher vor. Er hat eine Elastizität und ist im Fluss, wie man hier sieht. Sein Charakter ist immer freundlich und den Menschen zugewandt. Er liebt ebenso andere Pferde und steht gerne mit Wallachen zusammen. Also ein sehr extrem leistungsbereitschafter Hengst und immer hoch motiviert. Und als Farbwechsler eine echte, absolute Rarität, denn nur 0,3% der gesamten Islandpferdepopulation sind Farbwechsler. Weidebedeckung und Handbedeckung möglich, Kostendecktaxe 1000 Euro. Ebenfalls bei Sina Günther, Hamburg-Pinneberg. Musik.
Nächster Hengst, Startnummer 22, ist Meversrau Hetheuen. Vielleicht muss ich das O verschlucken. Mivas ist 2012 geboren, ein dunkelbrauner Hengst mit einem Stockmaß von 1,43 unter einem Blub von 115. Sein Papa ist Saifari, Frau Haukotte, das ist so ein Graufölbe meiner Meinung nach. Und die Mama ist Sole, Frau Beber. Ja. Toll am Strand, mal was anderes wieder. Ja, geil, ne? Geil. Ich glaube, es ist Steffi Simpson, die ihn da auch reitet. So, Beschreibung des Hengstes. Wer ihn kennt, liebt ihn. Sein Wesen ist einzigartig. Er hat die Ruhe und Gelassenheit in jeder Situation. Jetzt jedoch immer motiviert und jeder will ihn arbeiten. Traumhaft fünfgängig zu reitende Gänge in jedem Tempo. Er hat, wie gesagt, einen einzigartigen Charakter. Ihn bringt nichts aus der Ruhe, ist cool und unerschrocken in jeder Situation. Kein Schwitzen beim Hängerfahren, keine Aufregung beim Reiten. Bleibt in jeder Situation entspannt. Kenne kein zweites Pferd, welches so ist wie er. Das sind die Worte von seiner Besitzerin Nadine Kritsch in Österreich. Wer ihn also nutzen möchte zur Bedeckung, kann gerne seine Besitzerin kontaktieren. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer im Hengstkatalog. Die Decktaxe liegt bei 1.100 Euro. Er deckt auf der Weide und an der Hand. Dann gehen wir nochmal zurück auf seine Vize-Beurteilung. Er hat natürlich eine Vize-Beurteilung mit insgesamt 8,50 abgelegt. Reiteigenschaften insgesamt bei 8,45. Die exterieure Note liegt bei 8,58. Jetzt kommen wir noch kurz zu den Einzelnoten. Ja, Kinder können ihn natürlich auch reiten. Hier Johann, der Sohn von Steffi Simpson, mit Milas in der Halle. Das ist sehr cool. Für Rückenlinie und Gruppe hat er zum Beispiel eine 9, genauso für Proportionen. Für Hufe hat er die 8,5, für Mähne und Schweif die 9,0, für Kopf die 8,5, falls wieder das Schulter die 8,5, genauso wie für Gliedmaßen. Für den Tölt hat er die 8,5, genauso wie für Trab. Für Pass die 9,0, für Galopp die 8,0, für Charakter und Gehwille die 8,5, für Form unter dem Reiter die 8,5. Das macht eine Reiteigenschaftsnote von 8,45. Natürlich hat er auch schon einige Turniererfolge. Ich sehe jetzt leider hier nicht, welche Prüfung dazu gehört. Ich vermute, dass das die Vizos sind. Ah, okay, er ist mehrere Vizos schon gelaufen. Die erste Vizo hat er 2017, oh Johann erzählt, 2017 absolviert. Hier sieht man auch nochmal seinen Pass im Video. Wieder am Strand, sehr cool. Die erste Vize hat er 2017 absolviert mit einer Gesamtnote von 8,09. Demnach war er dort 5 Jahre alt und die letzte Vize, wo er die 8,50 bekommen hat, insgesamt in seiner Vize, hat er 2019, also 7-jährig, abgeschlossen. Genau, die ersten Nachkommen sind aus 2018 und stehen jetzt zum Anreiten in den Startlöchern. Die Nachkommen zeigen eine tolle Gangverteilung und haben alle seine Ruhe geerbt. Zurück aus der Werbepause, unser Teilnehmer, unser wunderschöner Hengst Seivar, Frau Teiland. Dieser hat die Startnummer 23, ein wunderschöner Fuchsfalbe mit toller Mähne. Alter ist 9 Jahre, er wurde am 16.02.2012 geboren, hat ein Stockmaß von 141 cm und Blub liegt bei 108. Ja, bis jetzt 59
tolle Nachkommen, eine tolle Nachzucht. Viele Nachkommen starten jetzt in den Sport. Extrem schöne Pferde, sei es vom Exterieur als auch von der Gangveranlagung. Und eben 59 Nachkommen sprechen ja schon mal für sich. Er ist ein toller Hengst mit einem tollen Stammbaum, den werden wir auch nochmal gleich erläutern. Mega lieber Charakter, fleißig und stets bemüht, zugefallen, bleibt ruhig und in jeder Situation toll zu reiten. Auch für Kinder kein Problem. Kontaktperson ist Nadine Gritsch. Auch hier werden wir die Nummer und Kontaktdaten einblenden. Dieser Hengst steht für 950 Euro Decktaxe zur Verfügung und Deck an der Hand in Österreich und in Deutschland. Zu seiner Abstammung, Vater ist der berühmte Lekil Frau Blesterdam 1A und ja, Vater, also der Großvater ist Ori Fra Dofu. Habe ich es jetzt wieder richtig gesagt? Ich kann diesen Namen einfach nicht. Ori Fra Dofu. Ori. Und ich glaube, aber der Papa ist Lekil Fra Blesterdam. Ja, Lekil. Genau, Lekil. Das habe ich auch wieder falsch gesagt. Lekil habe ich gesagt. Ja. Lekil. Das Lekil ist ein Zungenbrecher. You like it. You like it, Lekil. Lekil, like it. Ist übrigens in Dänemark geboren, also ein dänisch-isländischer Hengst. Kommen wir zum nächsten Hengst. Das ist auch, glaube ich, schon unser drittletzter Starter. Skiggy Frau Skagaström. 2012 geboren, Rappe, Stockmaß 1,48, krasser Bergaufgalopp mit einem Blub von 117. Der Papa ist Mauri Frau Skagaström und die Mama ist Drömer Frau Skagaström. Sein Papa Mauri hat eine Vizo absolviert mit 8,43. Seine Mama ist auch Vizo gelaufen und hat diese absolviert mit 8,28. Seine eigene Vizo-Beurteilung ist die 8,65 gesamt, die 8,6 für Exterieur und die 8,67 für Reiteigenschaften. Er hat 6-mal die 9 bekommen. Skuggy ist ein Hengst der Extraklasse, sehr hohe Bewegung, sehr gute Mitarbeit, sehr geschmeidig und sehr gute Leistungsbereitschaft. Das zeichnet diesen Superstar aus. Er wurde mit einer Gesamtnote von 8,65 geprüft und hielt dabei 6-mal die 9 Hals, Widerriss, Schulter, Proportion, Töll, Trab, Rideability und Form unter dem Reiter. Dieser ausdrucksstarke, großrahmige Hengst verfügt über gleichmäßige, sehr gute Gänge, hochweite Bewegung, ausgesprochen gute Tempovarianz, viel Fluss und Bergaufbalance. Ein absolutes Spaßpferd für den hohen Sport und Zucht. Auch seine Abstammung lässt keine Wünsche offen. Smauri Froskagelsrö, Saphir von Wittwig, Markus von Langholzparty und Ori sind nur einige Hengste, die man in seiner Ahnentafel findet. Auch die Stuten sind zum Teil mit dem Ehrenpreis für Nachkommen ausgezeichnet worden. Seine besonderen Stärken sind die Zuverlässigkeit und mentale Stärke, besondere Gangveranlagung, ausdrucksstarkes Exterieur und extreme Präsenz, Kinderpferd und Sportpferd in einem. Er hat aktuell 30 eingetragene Nachkommen. Er deckt dieses Jahr an der Hand, auch bei Sina Günther in Pinneberg. Die Kosten für die Decktaxe liegen bei 1.500 Euro und die Kontaktdaten findet ihr wie immer in unserer PDF-Datei vom Hengstkatalog zum Download. Kommen wir zum nächsten Hengst, Lekil Frau Bjarkursum. Das ist unser vorletzter Hengst, 2011 geboren, demnach 11 Jahre alt, hat ein Stockmaß von 1,45 und ein Blub von 114. Sein Papa ist Lekil Frau Bjarkursum und seine Mama ist Bielen Frau Torvonese.
Er hat eine FIZO natürlich absolviert mit einer Exterieurnote von 8,35 und Reitereigenschaften als Vielgänger mit einer Note von 7,92. Insgesamt ohne Pass hat er die Note von 8,09 als Note auf der FIZO. Er hat natürlich auch schon einige Turniererfolge hinter sich. Er ist zum Beispiel Vizemeister im Futurity-Viergang auf der DIM gewesen 2017 mit der Endnote von 67. Er ist auf dem Munich Icelandic Indoors in der T3 mit einer 6,94 an den Start gegangen, beziehungsweise hat sie mit einer 6,94 absolviert. Auf der DIM in Wehrheim hat er die T2 mit einer 6,60 abgeschlossen. Er ist im Hengstbuch 1 eingetragen, hat bisher 3 Nachkommen, 3 eingetragene Nachkommen. Lecke ist ein sehr talentierter Viergang-Hengst mit einem außergewöhnlichen Charakter. Er ist extrem freundlich und umgänglich und stets bemüht, sein Bestes zu geben, egal ob als Turnier, Freizeit oder auch Kinderreitpferd. Das stellt er hier gleich mal unter Beweis. Er ist sehr ausgeglichen und hat ein sehr angenehmes Temperament. Jeder, der ihn bisher geritten hat, war schlichtweg begeistert von seiner lieben, leistungsbereiten Art. Er ist ein absoluter Goldschatz. Seine besonderen Stärken sind der Töll, Trab und Schritt. Also eigentlich alles außer der Galopp beim Viergänger. Wahnsinn, cool, sehr gleichmäßig verteilte Gänge sogar. Er deckt an der Hand auf dem Gestüt Pfaffenburg. Hier sieht man, wie kinderlieb er ist. Ich finde das Bild einfach so super süß und er guckt auch noch so goldig. Genau, er deckt an der Hand auf dem Gestüt Pfaffenburg. Seine Decktaxe liegt bei 1.250 € inklusive Mehrwertsteuer. Man kann gerne Thorsten und Vanessa Reisinger kontaktieren vom Gestüt Pfaffenburg 2. Ich sage jetzt immer Pfaffenburg, aber es ist Pfaffenburg 2 natürlich. Natürlich findet ihr auch die ganzen Informationen auf deren Website. Oder wie auch immer, wie bei den anderen Hengsten, auch in unserem Hengst-PDF-Katalog zum Download. Jetzt, liebe Scheckenfreunde, aufgepasst, jetzt kommt nochmal ein Hingucker. Unser letzter Teilnehmer hier bei der EasyFlix Hengstshow ist Blicky Frau Jerreholti. Ein Braunwindfarben, wie man sieht, eben gescheckt. Und er ist geboren 2006 und auch ein echt großer Hingucker. Mit 1,47, ja, wie man sieht, hier eindrucksvoll geritten von Jana Füss vom Gestüt Alpenhof. Und bei der FIZO-Beurteilung möchte ich nochmal ganz deutlich darauf hinweisen, er hat eine 9,0 für Pass. Seit 2011 erfolgreich mehrfach Leistungsklasse 1 bis 2, egal ob im Inland oder Ausland. Mit Ladina Füss, der Tochter von Jana Füss, mehrfach Barvue-Meister in Tölt, Fünfgang und Passprüfung. Sonst immer im Finale. Aktuell trotz Corona-Pause im Jahr 2020, im Juli 2021 erneut LK1 in Tölt mit 6,70. Sonstige Prüfungen, allein 39 World Ranking Turniere gelaufen, zusätzlich auf vielen normalen Turnieren und auch auf Messen und Shows als unkompliziertes Island-Pferd. Wunderbar. Die Beschreibung ja, von Jana Füss in eigenen Worten, für mich ein Gedingdür und ein bekannter isländischer Trainer sagte ihr einmal vor ein paar Jahren, wenn ich nur könnte, würde ich direkt sein Sperma wieder mit nach Island nehmen. Hast du einen schlechten Tag, geh reiten. Ja, geht mir ja auch so. Und tatsächlich bin ich, beziehungsweise Jana Füss, bei schlechter Laune hat dieses Pferd ihr einfach ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert und ist mit guter Laune abgestiegen. Aufsteigen, lostölten, Tempo ohne Ende, dabei immer der Charakter ein Traum. Turnier, er steht auf dem Paddock, er braucht kein Boxenzelt. Er mag seine WG-Freunde Wallach um sich herum. Kein Geschrei, kein Gehampel. Und auch im Vorfeld muss ich sagen, mit Jana Füss, sie legt ganz, ganz viel Wert auf eine gute Aufzucht, eine qualitativ hochwertige Aufzucht. Und auch alles, was dazugehört, wird bei ihr wirklich ganz genau kontrolliert und das ist für sie ein ganz, ganz wichtiges Thema, eine gute Zucht und auch ein gutes weiteres Training. Diese Beständigkeit, vor allem von seinem Vater, Kolfinjurfra
Kjarnholtum, oh, jetzt wird es wieder schwierig, zurückzuführen. Auch dieser hat die Zucht geprägt und hat seine Merkmale zu seinem Stempel des Pferdes geführt. Er klont seine Kinder nicht, nicht in der Farbe, sondern im Gebäude. Alle seine Kinder haben Top-Hälse und super breite, stabile Rücken, was ich mittlerweile auch sehr wichtig finde. Und alle sind, sofern die Aufzucht bis dahin passt, weit und großrahmig entwickelt. Es sind alles Riesen. Wir haben im Dezember 2021 seine Nachkommen gemessen. Wallach aus 2018 1,50 Meter, Wallach aus 2019 haben ein Stockmaß von 1,42 oder 1,44. Stuten von 2020 ein Stockmaß von 1,41 Meter. Und vor allem Gang, wenn Blickies wenn sie eins können, dann ist es der Tölt, egal in welchem Tempo und immer mit einer guten Selbsthaltung. Art der Bedeckung bei Jana Füss auf dem Alpenhof, Einzelweide, Hand, keine Besamung, aber sehr gute Qualität. Zu Stuten immer freundlich, auch mit Fohlen bei Fuß. Eigentlich kann er nicht decken, wenn er sich beobachtet fühlt. Das ist ja schon fast Fun Fact an dieser Stelle. Privatsphäre ist Blicky also sehr wichtig. Und hier steht wortwörtlich, bitte umdrehen. Man soll ihm nicht zuschauen. Ah, okay. Kosten für diesen wunderschönen Ausnahmehengst sind 1.000 Euro, zuzüglich Nebenkosten wie Unterbringung und Tierarzt, Ultraschall und Tupferproben. Kontaktperson ist hier Jana Füss vom Gestüt Alpenhof in der Region Süddeutschland im Allgäu. Ja, Leute, das war unsere Hengstshow, unsere erste Hengstshow 2022. Wir bedanken uns natürlich herzlich für euer Zuschauen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen, ihr habt den passenden Hengst für eure Stute vielleicht gefunden oder habt den passenden Hengst für nächstes Jahr für eure Stute gefunden. Wer weiß, das Video bleibt natürlich online. Das Video bleibt gratis zugänglich für alle. Die PDF-Datei könnt ihr euch und uns auf unserem Portal www.easyflix.tv neben dem Video zum Download herunterladen und euch abspeichern. Gerne händisch eure Kommentare dazu schreiben. Vielleicht habt ihr euch den ja auch schon bevor ihr das Video angeschaut habt, runtergeladen und nebenbei mitgeschrieben.
Uns hat sehr viel Spaß gemacht. Es war eine kleine Challenge, die Namen auszusprechen. Verzeiht uns, dass wir sind auch nur Menschen wie ihr und jeder andere, wie ihr alle. Und ja, Tobi, was möchtest du noch ergänzen? Was habe ich noch vergessen? Ja, ich finde es toll und bedanke mich natürlich bei allen, die uns das Vertrauen geschenkt haben, dass wir ihre Hengste hier vorstellen können. Uns war wichtig, dass wir eine wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bunte Vielfalt euch zeigen können. Einfach Hengste, die vielleicht bisher manch anderer nicht kannte, wo er sagt, Mensch, das ist interessant. Wir verstehen uns bei EasyFlix einfach als Vermittler, nicht als diejenigen, die euch was aufdrücken oder euch was vorgeben, sondern jetzt habt ihr wieder einfach ein weiteres Merkmal, wo ihr vielleicht eure Stute decken lassen könnt und ihr habt die Kontaktdaten. Und das Tolle ist wirklich, wir haben keinen, der uns jetzt Videos geschickt hat, wo wir gesagt haben, das geht gar nicht, sondern jeder hat sehr, sehr wohlwollend mitgemacht, um seine Idee von seiner Zucht zu zeigen und seine Vorstellung von einem guten Hengst zu zeigen. Und das finde ich wirklich was ganz Tolles. Also von daher bedanke ich mich auch im Namen der EasyFlix Crew. Es haben ja doch einige mitgewirkt. Auch unsere Sarah von Bergsund möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen, denn das ist wirklich Teamwork und wir haben wieder tollen Einblick bekommen in wunderbare Hengste und freuen uns, ob es vielleicht ein EasyFlix-Fohlen demnächst gibt. Also sagt uns Bescheid, ob es ein Match gab und das machen wir natürlich dann auch zu unserer kleinen EasyFlix-Familien-Story. Also vielen Dank nochmal und ja, viel Spaß noch beim Video gucken. Denkt dran, in unseren sozialen Medien vorbeizuschauen. Wenn ihr direkt bei der Hengstshow eingeschaltet habt oder einen Tag später, habt ihr immer noch die Chance, einen Decksprung zu gewinnen. Also solltet ihr definitiv unsere sozialen Medienkanäle abonnieren. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Restabend oder wann auch immer ihr das Video angeschaut habt. Und sendet uns gerne euer Feedback über unser Portal oder per persönliche Nachricht. Wir würden uns sehr freuen. In diesem Sinne, schönen Abend zusammen. Immer im Tölt bleiben. Tschüss. Ciao.